Ja, meine Kerle und Keldin, willkommen zurück zu Fortnite auf der Nintendo Switch. Heute nicht nur mit dem Shop, sondern auch mit einigen pikanten Informationen und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keine Ahnung, ob das Dark Reflections Paket schon auf der Switch ist. Wir gucken gleich mal in den Shop, bevor wir in den Item Shop gucken. Ihr wisst Bescheid. Aber das Wichtigste zuerst, ich weiß nicht, wann die Info kam, ich habe gestern von einigen gehört, Kai, weißt du, ob jetzt das Update kommt? Also wirklich so nach dem Motto, Kai, weißt du, wann das Update kommt? Ich habe auf Twitter noch gar nichts gesehen, wir haben schon über 20 Uhr, hallo. So diese anderen, ich drücke jetzt auf diesen Allmann-Button drauf, von wegen so, ja, ich, hallo, es wird Zeit, ich warte, hallo. Kennt ihr diesen Moment? Diesen Moment dieser Allmanns, die auf diesen Knopf drücken? Uff. So, die Server gehen für Patch Version 10.3 ab 4 Uhr, Eastern Time oder halt auch 8 Uhr GM Time offline. Jetzt denken einige, Kai, ja, das wird ja dann wohl 8 Uhr morgens sein, oder? Nein. Ich dachte schon, ich muss Twitter gar nicht mehr aufmachen oder so. Bestätigt ist auf jeden Fall, Update kommt heute. Nur wann kommt es heute? Das finden wir jetzt raus. Wir gehen auf Twitter. Und zwar gehen wir dafür zum 26. August. Da gab es nämlich einen Tweet, das ist schon 2 Wochen her. Falls ihr euch jetzt fragt, Kai, warum zeigst du diesen Tweet? Um euch zu zeigen, wann das Update heute kommt. Fortnite.de, by the way, hat noch nichts gepostet zum Update. Die haben generell seit dem 9. September nichts mehr gepostet. Ich glaube, die haben gerade verlängertes Wochenende oder so. Grüße gehen raus. Nee, alles gut. Fakt ist nur, dass hier halt steht 4 Uhr ET, also 8 Uhr GMT. Steht ja auch hier. Ja, steht ja auch hier. Und was soll das jetzt heißen? Wir wissen auf jeden Fall, dass zu Version 10.2 die Server um 10 Uhr offline gegangen sind. Das wissen wir. Bedeutet auch, dass die Server so gegen 11, 12 Uhr wieder angehen. Von daher gesehen, meine Kerle, wissen wir jetzt schon mal den genauen Zeitpunkt. 10 Uhr morgens. Nicht 8 Uhr. Und auch nicht 4 Uhr. Ihr müsst die Zeitzone umrechnen, Kerle. Jemand von euch kann es auch nachprüfen und halt eben das 4 Uhr ET in die Central European Time umrechnen. Hausaufgabe an euch! Oh, okay, alles klar. Das Paket ist noch nicht im Shop drin. Ich dachte mir, dass eins von beiden Sachen, ich meine, gestern hat keins der beiden Sachen zugetroffen, die ich mir erhofft habe. Erstens das Dark Reflections Paket und das Update und beides sogar noch am Dienstag. Ist nicht passiert. Jetzt haben wir Mittwoch und das Paket ist nicht im Shop drin. Schade. Sehr schade. Ist es bei euch auf der PS4 schon drauf oder ist es auf dem PC schon? Ist es generell im deutschsprachigen Bereich oder im europäischen Bereich im Shop? Haut mal in die Kommentare raus, weil das Dark Reflections Paket ging gestern Abend, als mein Stream lief, in Neuseeland schon online. Und deswegen dachte ich so, weißt du, wenn wir jetzt hier ein paar Stunden warten, kommt es auch bei uns raus. Tja, Pustekuchen, falsch gedacht. Naja. Kerle, nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt den Shop an. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, sollte euch das Video gefallen und wenn ihr neu seid auf dem Kanal und ihr wollt mehr von mir sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Okay. Ja, ich bin schon ein bisschen traurig wegen dem Paket, aber was soll's. Da kommt's halt morgen oder im Verlaufe des Tages vielleicht. Also es wird auf jeden Fall noch kommen. So, wir haben hier den guten alten Deadfire. Ich frage mich gerade, wann er rauskam. War das zu Season 6 oder war das erst viel später? Ich weiß es nicht. Der Kettenstein jedenfalls. Dann haben wir hier noch den Dunkelsplitter. Und das war's erstmal. Rio Grande. Der heutige Shop ist aber ziemlich Wild Western, ne? Hat das irgendeine Bedeutung? Bedeutet das eventuell, dass es entweder in Greasy Grove oder in Moisty Palms, dass es Wild Westig wird, genauso wie in Tilted Town auch? Ich weiß es nicht. Schreibt eure Meinung und eure Gedanken in die Kommentare, Kerle. Rio Grande und Tasche Grande. Okay. Wow.
Grenzläufer und natürlich der gute alte Zünder. Das bin übrigens ich an seinem Rücken. Und Langhorn, wie gesagt. Dann haben wir hier natürlich noch den Farbenkanonier. Mit der Tasche der Freude. Die Regenbogenwucht. Der Farbenballon. Und der Farbenbomber. Gerne auch hier mit dem Creator Tag Random Kai HD. Ich wette mit euch, wir finden gleich auf Twitter eh noch einen Ehrenmann, der uns auf einen Support verlinkt hat. Und was soll ich Ihnen sagen? Die Regieabteilung hat mir gerade das Okay gegeben, es euch zu zeigen. Schön. Der gute Random Fuchs. Beste Auflösung XD. Erstmal natürlich den Creator Tag Random KHD reinballern. In den Shop rein. So wie sich das gehört bei den Ehrenbrüdern. Und es war der gestrige Shop, glaube ich sogar, ne? Je, der tiefe Depp. Ja, das schmeckt. Okay, er wollte es nochmal zeigen. Ist okay. So, tiefer Depp. Hat er sich gegönnt. Das schmeckt sehr ehrenhaft. Fuchs, Sol Galeo, ich danke dir sehr für dein Wie die Kamera nicht fokussieren will. Mann, Kens! Immer die blöden Kameras! Ja, Sirius. Jedenfalls. Random Fuchs, vielen Dank für deinen Support. Dankeschön. Schickt euren Support auch gerne auf Twitter oder auf Instagram. Und euch wird Ehre in Form eines Likes und eines Retweets zuteil. So. Okay. Weiter geht das. Genau, Farbenbomber ist drin. Und wir kommen zu den neuen. Was heißt neuen? Da sind gar keine neuen dabei, ne? Das ist generell ein alter Shop. Kann das? Da fällt mir auch gerade ein, ich muss noch das Thumbnail raussuchen. Ja, huch. Ich denke, das kann man doch so stehen lassen. Ich denke, das ist okay. Das Partyrad. Ist mir jetzt nicht je genug, um es zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Tut mir leid. Flamingo-König. Der Tanz, den man so schlecht aussprechen kann. Guten Damen. Ich versuch's trotzdem mal. Extraterrestrial. Ich hätte es nicht anfangen müssen. Und dürfen. Extraterrestrial. Was für ein Wort. Und was für ein Tanz. T-Pose. Yeah. Ehrenhafter Tanz. Immer noch sehr gerne gönnbar. Die Siegesrunde. Natürlich, man kennt es, das Mario Kart Wii Wheel. Mit dem Smiley drauf. So hat man es noch in Erinnerung gehabt. Mario Kart und dabei ein Smiley haben. Liken, wer es kennt. Oh, danke für 0 Likes. Und Boxenstopp. Das ist der heutige Shop. Wie gesagt, zum Dark Reflections Paket. Es kann sein, dass im Laufe des Tages dieses Paket auf der Switch freigeschaltet wird. Ich brauche, wie gesagt, die Meinung der PS4-Spieler, der Xbox One-Spieler, der Mobile-Spieler, der PC-Spieler. Gibt es... gibt es dieses Paket auch auf den anderen Plattformen nicht? Oder gibt es das auf den anderen Plattformen schon? Sagt gerne Bescheid. Ja. Das war's mit dem heutigen Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid auf dem Kanal und ihr wollt mehr von mir sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Denn heute Mittag gibt es ein Video, was euch das Update zeigen wird. Wir gucken uns Greasy Grove an, wir gucken uns Moisty Palms an und eventuell sogar den Knast. Mehr dazu aber später. Tschüss!